Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Da steht ja gar keine stattdessen mit Hut. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Goal, ich mach mir Sorgen um dich. Du musst dringend was essen. Oh Mann, ich könnte selbst ganz gut ein Bissen vertragen. Ah, schon besser. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Aha, 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Upsi. 3 und 3, 6, oder? Das hier gab's schon mal. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich muss binär denken. Ich muss binär denken. Es sind alles Primzahlen. Ich komm schon noch drauf. Ich komm schon noch drauf. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Hebel... Es kann ein... Ich komm schon noch drauf. Es kann nicht sein... Es kann einfach... Was, wenn ich... Ich muss... Das hier gab... Es kann nichts... Es kann einfach... Es sind alle... Ich komm schon noch... Ich muss binär denken. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och nö. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Es kann nicht sein, dass die... Es kann einfach nicht sein. Ich war hier schon als Kind. Ich bin ihm dann sagt, ich habe ihn nie wieder... Jetzt steht er auf Calzone.
Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Jetzt steht er auf Phosphor. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. In der Nische ist eine Halterung. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur... Oder null. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Das einzige Licht hier hinten. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig Gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei.
Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Ich sehe einen potenziellen Sturzhelm mit Propellerantrieb. Oder einen Blumentopf für schnell wachsende Riesenranken. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. R-U-F-U. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Nein, nicht! Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Schaumig. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmob ist zerbrochen.
Na, so ein Jammer aber auch. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzt. Das muss das immerhin genau da, wo ein Stück... Mist. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zu... Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-U.